Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir haben in der letzten Folge überraschenderweise noch ein Banditenlager entdeckt und festgestellt, dass der Bau des Leuchtturms sich da doch, oder Leuchtfeuers, sich doch etwas länger hinzieht, als ich anfangs vermutet hatte oder gehofft hatte, wie auch immer. Ja, Dinge sind dann manchmal doch etwas intensiver, zeitintensiver, als man es so im ersten Augenblick vermuten würde. Das Gebäude macht aber auch einen sehr stattlichen Eindruck, jetzt schon. 86% sind fertiggestellt. Ich verspreche nichts, Ich halte mich jetzt mit irgendwelchen Ansagen zurück. Ja, aber das ist schon mal so die Entwicklung in die richtige Richtung, wenn da die Gerüste so langsam abgebaut werden. So. Okay, wir haben dann noch eine andere Geschichte laufen. Das mit dem Handelsposten hat sich ja dann erfreulicherweise als Bäckerei, Proviantmacher, wo ich hier gelandet, durchaus noch durchführbare Geschichte herausgestellt, wo man hier noch Sachen machen kann. Und das läuft ganz gut. Wir haben 18 Einheiten jetzt mittlerweile von 20 Einheiten Leder geliefert. Zwei weitere sind auf dem Weg. Das heißt, wir kriegen das auf jeden Fall noch abgeschlossen. Ich habe dann hier so mehr oder weniger spaßeshalber damit angefangen, bezüglich dieses Banditenlagers. Wo war das denn jetzt wieder? Jetzt ist es weg. Oh, ich habe den falschen Knopf. Oh, verdammt. Falschen Knopf gedrückt. Ich hätte da nicht mit dem Rechtsklick draufklicken sollen. Dann ich nicht gut. Naja, egal. Warte mal. Wir haben hier so, ist was bei. Ja, genau. Ne, hier haben wir das Banditenlager und hier habe ich dann so spaßeshalber da so ein paar Sachen gemacht. Einmal hier die beiden Wachtürme in Auftrag gegeben, als Bauauftrag natürlich. Und hier irgendwo noch so ein Lager, hier Baustellen, so ein Baustellencamp. Ja, das ist jetzt nur, ne, also um da überhaupt noch irgendwas zu machen. Weil im Grunde genommen sind wir ja fertig. Und das eine Lager da, das macht nur den Kohlen und wirklich nicht fett. Ja. Sehr schön. Ja, das mit den Artefakten. Wir haben da ja irgendwo silberne Klingen entdeckt. Die sind... Moment mal, müsste ich dann aber auch irgendwo einlagern können. Ja, das ist wahrscheinlich auch so mit das Problem. Eine Klinge wurde hier entdeckt. Alles klar. Okay. Warte mal. Handelsposten ist hier. Die Schatzkammer hier, die ist vollkommen vollgestopft mit Kupfermünzen, die wir im Prinzip eigentlich nicht brauchen, weil ich das, glaube ich, wirklich nicht so viel mitgebracht. Könnte jetzt hier hingehen. Und spaßeshalber hier vielleicht noch eine weitere Schatzkammer in Auftrag geben. Einfach mal so. Warte mal. Die hier silberne, singende Klingen einlagert, dann wäre als weiteres Schätze, warte. Leer? Nein. Was mache ich denn? Also hier, Moment. Achso, hier Münzen, da sind sie. Da könnte ich Silbermünzen einlagern. Und alles andere wäre egal. Ja. Okay. Ja, aber auch das ist hier alles noch optional, also das ist nur, dass es halt, ne, dass ich es halt in Auftrag gegeben habe. Wir werden davon sehr wahrscheinlich nichts mehr fertiggestellt bekommen. Oh, hier geht's aber jetzt huiuiui in großen Schritten voran. Sehr gut. Die letzten Steine werden geliefert. 95% des Turms ist des Leuchtfeuers ist fertiggestellt. Damit sind wir so gut wie fertig mit dem Teil hier. Na, dann haben wir es dann wenigstens in dieser Folge letzten Endes geschafft. Ja, ich muss schon sagen, also schon, wow.
beeindruckend aus, das Gebäude. Ich bin immer wieder auch angetan von dieser Detailverliebtheit. Ja, das ist eine Sache, die ich persönlich in solchen Spielen sehr, sehr zu schätzen weiß. Das ist einfach klasse, mit wie viel Liebe zum Detail da hier angegangen wird, ne? Was für eine Mühe sich Entwickler und Grafiker hier machen, um ein Spiel so aussehen zu lassen, letzten Endes, so funktionieren zu lassen. Das ist, ja, ich finde es immer wieder toll. Muss ganz ehrlich sagen, ja, ich finde es immer wieder toll, wenn mit so viel Herzblut an so einer Sache rangegangen wird. Und alleine schon aus dem Grunde investiere ich dann auch die Zeit, die es dann halt braucht, um sowas beispielsweise jetzt hier fertigzustellen. Wir werden da gerade angegriffen, aber das ist ja gut. Geschenkt. Geschenkt. Das ist wirklich geschenkt. So, die letzten 2%, die werden hier noch gerade fertiggestellt. Da kommen noch ein paar Steine an. Derer 2 werden gerade noch geliefert. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade da das vorletzte ist. Als, ja, nee, es hat, oh, es hat, ah, ja, das ist natürlich noch das Problem hier, die Wildschweine, die hier die Baustellenträger dann kopflos machen und die dann einfach ihre Sachen dann verlieren. Ne? Weil ihr habt es gerade vielleicht sehen können, es war, ich gebe zu, sehr klein, ne? Weil ich gerade so rausgezoomt habe, aber der hatte die Steine noch in der Hand, wollte die gerade ablegen, da hat das Wildschwein den erschreckt und der, zack, war der Stein weg. Ja, jetzt müssen wir natürlich jetzt wieder warten, bis die nächste Lieferung kommt. Das ist natürlich toll. Irgendwie machen hier die Jäger aber nicht so wirklich ihren Job. Kann das sein. Es gibt einfach zu viele Wildschweine. Jetzt hier noch eine Jagd hinzusetzen, nee. Das ist, glaube ich, 99%, eins fehlt, ein Stein fehlt noch. Da kommt er gerade mit dem Stein um die Ecke. Ich hoffe, die Wildschweine kommen jetzt nicht ebenfalls gerade um die Ecke. Da kommt irgendwas angehoppelt. Das ist aber ein Hase. Ein Hoppelhase. Der ist zwar relativ groß für einen Hasen, aber ungefährlich. Ja, hier hat der Baustellenträger, der hat damit den Hasen nichts am Kopf. Ja, das ist dem egal. So, liefer das Ding ab. Jetzt renne ich noch eine halbe Kilometer da durch die Gegend und erschrecke ich da wieder. So, sehr schön. Ja, das ist doppelt schlimm in dem Sinne, weil zum einen haben wir einen Zeitverlust, dadurch, wenn der, ne, da seine Sachen da fallen lässt, und natürlich auch die Ressource ist weg. Ne? Kommt auch mit dazu. Ist ja nicht so, dass die dann irgendwo rumliegt und von irgendeinem anderen Träger dann irgendwie geschnappt wird oder so. Nein. Die sind dann komplett weg. So. Da! Ja! Jo! Das gibt nochmal direkt ein Feuerwerk. Vollkommen zurecht, wie ich finde. Toll. Das Teil sieht klasse aus. Sehr schön. Ja, dann haben wir das Leuchtfeuer doch noch fertiggestellt bekommen, jetzt in der dritten Folge. Seit Baubeginn. Hey. Ich hätte damit nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. So, wir gehen natürlich. Ja. Okay, freut sich da. Zurecht. Ihr habt da ein super, ja, genau. Ihr habt einen super Job gemacht. Ist alles klasse. Ja, hey. Sehr gut. Party! Das finde ich auch so super, dass sie das eingebaut haben. In der voll ab. Sehr schön. So viele Emotionen von irgendwelchen NPCs in irgendwelchen Spielen, aber ich habe auch selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt insbesondere halt hier in so einem Aufbauspiel mit Wuselfaktor, darauf wollte ich hinaus. Sehr, sehr schön. Ja, klasse gemacht, also ehrlich. So, wir gucken uns das Teil natürlich jetzt noch mal in aller Ruhe an. Hier die untere Etage, da sind ein paar Materialien, die sie da so eingelagert haben. Irgendwelche Kisten und Fässer, die hier gelagert werden. Ich finde auch hier dieses äußere Treppenhaus, ne, ist ja wohl grandios gemacht, also ehrlich. Ich guck mal, ob ich das hier in die richtige Richtung jetzt gedreht bekomme, hier alles.
diese liebevollen Details, hatte ich ja schon gesagt, ja, das ist so absolut meins. Das ist so absolut meins. Ja, auch wenn das, ne, das natürlich ist das nur Dekoration, ganz klar, ne, aber trotzdem. Ja, dann hier dieser zweite Turm, der sie dann noch da daneben haben, so dieses kleine Teil da mit dem Verbindungsstück hier und ja, super. Ja, auch hier so, ne, mit dem Gewächs da dran. Sehr, sehr schön. So, Moment, geht dann noch irgendwo, gucken wir noch da oben hin, da haben wir das Leuchtfeuer. Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, finde ich klasse, dass wir das hier noch hingekriegt haben. Das heißt, es hier fertig ist Efeu. Mir kam es gerade nicht in den Sinn, dass Efeu, dass er so dran wächst. Kann man da noch ein bisschen was sehen? Mann. Oh, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir tatsächlich drin. Wollte ich so gar nicht. Wollte einfach gucken, ob man hier vielleicht in den Fenstern was sehen kann. Aber ja, okay. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, was hatten wir hier noch? Ich muss mal ganz kurz hier wieder die Wii anschmeißen. Oh, du hast gewonnen. Ja, habe ich. Du hast dich mit allen pagonischen Dörfern dieser Insel angefreundet. Super. Das hat sehr gut geklappt. Wir schauen gerade mal. Ja, was ich nicht verstehe, ist das hier. Ach so, lagere Silbermünzen ein. Na gut, das haben wir nicht hingekriegt. Das gebe ich zu. Da hatte ich ja keine Lagermöglichkeit für geschaffen, leider. Erst jetzt. Das war der Punkt. Weil ne, Silbermünzen hergestellt haben wir ja auch auf jeden Fall schon mal. Aber wie gesagt, wir haben die nicht eingelagert. Okay. Ein Punkt Reichtum. Stelle Silberstatue fertig. Da haben sie mit angefangen. 3% immerhin. Dann liefere Waren. Natürlich, das ist die Geschichte, die läuft noch. Auch hier die Geschichte mit dem Artefakt. Das haben wir nicht geschafft, aber immerhin, wir haben 125% erreicht im Bereich hier eine Freundschaft bzw. Verbündete. Immerhin. Und wir haben halt mit beiden Dörfern, haben wir jetzt da entsprechend, haben wir uns angefreundet. Auch nicht verkehrt. Ja, das sind immer so die Teilerfolge, die man hier so erzielen kann. Wir werden angegriffen. Wer wird denn da angegriffen? Haben wir jetzt tatsächlich es geschafft, die beiden Türme da noch fertigzustellen? Wow. Warte mal. Banditen, die sind da. Was sagt die Zeit? Na komm, egal. Das schenken wir uns. Ich hatte kurz überlegt, hier vielleicht die Einheiten, die ich hier noch habe, da ich habe ja noch verschiedene Soldaten, die hier hinzuschicken und dann da das Banditenlager. Aber komm, das haben wir so häufig gemacht. Wir gehen hier raus. Ich speichere. Vorsichtshalber nochmal. Ich meine, ich gang's mal nochmal einen Speicherstand dafür an. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Hauptmenü. Bestätigen dieses. So. Ach so, ich muss neues Spiel starten. Da denkt man nicht. Ja, wir sind hier immer noch im Bereich der vordefinierten Karten. Wir haben das jetzt hier abgeschlossen. Von Schmieden und Zauberern. Ihr erinnert euch, so hieß es. Schmieden hatten wir, Zauberer hatten wir keine. Ja, ganz kurz mal. Ich mache mich mal ein bisschen größer. Zauberer hatten wir leider keine. Die kommen aber. Ich habe hier aktuell noch die Version 0.6, mit der ich hier arbeite und ne, die ich hier aufnehme. Ich denke mal, wenn dieses Video auf YouTube erscheint, bis dahin wird die sich bereits im Beta-Zustand befindliche Version 0.7 veröffentlicht sein. Also im Augenblick ist die, glaube ich, noch in der geschlossenen Beta. Wer will oder nee, oder ist die zugänglich? Ich weiß, oder auch, kann auch offene Beta sein. Ich will mich da jetzt nicht ganz verhaspeln. Auf jeden Fall, man kann, wenn man will, kann man wohl die Beta von der 0.7 kann man spielen. Ich bin immer ganz vorsichtig da mit solchen Sachen, weil das Ding ist eh schon in der Entwicklung und dann eine Entwicklungsversion von einer Entwicklungsversion. Da halte ich mich dann doch etwas bedeckt und spiele dann lieber die Varianten, die dann offiziell released werden. Weil man dann davon sicher gehen kann, dass die also einigermaßen dann auch spielbar sind. Und ihr habt ja gesehen, also die Spiele bis jetzt hier, wie wir hier so gespielt haben,
kann mich jetzt nicht entsinnen, hatten wir einen Absturz oder so? Ich meine nicht. Also das läuft alles, was drin ist. Spiel ist sehr stabil und so weiter und so fort. Die Spielmechanik funktioniert und so weiter und so fort. Ja, also die Dinge, die da sind, das klappt alles wunderbar. Was ich jetzt so ein bisschen ich persönlich jetzt nicht so geschickt finde, ist hier, dass hier schon die Zauberer erwähnt werden. Ja, die werden sehr wahrscheinlich, wenn sie dann irgendwann, also wahrscheinlich mit der 0.7er Version dann auch vorhanden sind, in dieser Insel, auf dieser Karte hier, werden die dann vorhanden sein. Die hatten sie leider noch nicht, ne, weil, wie gesagt, 0.6 hat die noch nicht. Insofern konnte ich die euch nicht zeigen. Hätte man vielleicht anders lösen können, aber es wird ja auch, das muss man fairerweise den Entwicklern zugestehen, es wird ja auch darauf hingewiesen, dass Elemente im Spiel, auch wenn sie vielleicht schon angekündigt wurden oder so, durchaus noch fehlen können, von eventuellen vorhandenen Bugs erstmal ganz zu schweigen. Es ist bei einem Entwicklungsspiel, also einem Spiel, das sich noch in Entwicklung befindet, ist das ganz einfach so, da muss man mit solchen Dingen immer mal wieder rechnen. Und wir hatten hier halt jetzt bei dieser Insel oder bei dieser Karte, hatten wir halt das so vorgefunden, war das halt so der Fall, dass wir hier die Zauberer noch nicht haben. Hier jetzt gefährliche Hügel, das ist die letzte Karte, die letzte Insel, die wir bereisen werden. Die Insel ist voller Gefahren für erfahrene Pioniere. Also mir hat das hier schon gereicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon nicht ohne. Das wird natürlich jetzt noch ein Zacken schärfer werden. Ne? Man sieht hier schon den netten kleinen Wauwau oder diesen Werwolf. Aber nun gut. Da werden wir uns halt entsprechend, ich mache hier Tutorial, das mache ich mal ganz gerne, mache ich wieder an. Achso, ihr seht ja wieder nichts. Ich gehe mal wieder in die Ecke zurück. Ne? Also hier Tutorial habe ich wieder angemacht. Und ich würde sagen, wir wählen die Karte. So, wir wählen die Karte mal aus. Spiel starten. So, genau. Das wird dann die nächste Geschichte sein, die wir hier machen. Bevor ich hier starte, noch ganz schnell speichern. Neuer Spielstand auf jeden Fall und dann zurück zum Spiel. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Wir haben Holz in erster Linie. Stein sehe ich noch. Da ist ein bisschen Stein und hier ist ein bisschen Stein. Da müssen wir noch hin. Ich hörte da irgendwas. Ja, dann werden wir uns hier jetzt dran begeben und hier uns noch vergnügen dürfen. Wir fangen wie immer mit einer Holzhütte an. Die würde ich ganz gerne hier so hinsetzen. Eine Holzhütte soll es sein. Wenigstens zwei Wachtürme würde ich ganz gerne bauen. Das ist die Frage. Setz den mal hier so hin. Ich will mir jetzt die Wege nicht direkt so als direkt am Anfang schon verbauen oder so. Deswegen gucke ich jetzt ein bisschen vorsichtig und ein bisschen interessiert so um die Ecke. Ist hier irgendwas Sammelbares? War es nicht. Dann würde ich auch hier hingehen wollen und hier vielleicht noch einen Wachturm hinsetzen erstmal. Auch den würde ich ganz gerne so setzen, dass ich dann noch Wege drumherum irgendwie rumgebaut bekomme, wenn das erforderlich sein sollte. Und wir brauchen natürlich ein Sägewerk, wenigstens ein Sägewerk. Da wird es jetzt schon ein bisschen hakelig. Versuche das mal hier so nahe wie möglich, vielleicht hier so an diese Bäume zu setzen. Und dann geht es los mit den Wegen. Warte mal. Einmal da lang. Hier so lang. Da geht's nicht wegen dem Baum. So, das ist die Geschichte. Dann da so lang, hier so an den Bäumen entlang. Zu diesem Turm, das wäre die eine Geschichte.
Jetzt die andere ist die große Frage, wie mache ich das jetzt wieder am schlechtesten? Ich würde ganz gerne hier wieder den Strand dazu nutzen, hier einen Weg lang zu ziehen. Auch wenn die Strecke wieder sehr, sehr lang ist. Das wieder wie so ein Umweg aussieht, was es vielleicht auch ist. Aber wir werden ja entsprechend Gebäude benötigen, die wir da so dran entlang ziehen. Ich mach das jetzt hier mal so. So. Okay, dann haben wir auch hier Anknüpfpunkte, wenn wir hier irgendwie einen Weg lang ziehen wollen. Ja, ich weiß, das ist nicht so optimal, aber ich will hier nicht so querbeetschen irgendwas machen. Vielleicht müssen wir das früher oder später, aber jetzt erstmal so nicht. Okay. Ja, dann kann ich hier irgendwann mal Wohnhäuser dran ansetzen und so weiter und so fort. Man kennt das. So, wir haben... Achso, einen Entdeckerposten sollte ich vielleicht auch direkt schon mal als erstes planen oder mitplanen hier zu der ganzen Geschichte. Jetzt geht es nämlich hier schon los. Und den könnte ich... hier hinsetzen. Und alles Weitere schauen wir mal. So, ja. Das ist unsere jetzt aktuelle Insel. Schauen wir mal, wie es jetzt hier so wird. Wir werden auf jeden Fall wieder mit Werwölfen Ärger bekommen und mit allem anderen, was hier so rum existiert. Das wird spannend werden, glaube ich. Also zumindest für mich. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Wie euch die ganze Geschichte hier so antut, weiß, oder wie ihr euch die ganze Geschichte so gefällt, weiß ich nicht. Könnt ihr ruhig mal eure Meinung zu äußern, wenn ihr das möchtet. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie es hiermit weitergehen wird. Ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.